Grüezi und hallo, willkommen zum neuen Abenteuer. Wir haben die ersten 15 Jahre des 20. Jahrhunderts hinter uns gebracht. Jetzt beginnen wir heute mit dem Werk, für das der Nobelpreis für Literatur 1916 vergeben wurde, an den Herrn Werner von Heidenstamm. Werner. Karl Gustav Werner von Heidenstamm. Ja, ist im Land geblieben damals, ist ein Schwede. Und der kriegt das für sein Werk. Karl der XII. Und seine Krieger. Damit werde ich jetzt auch beginnen. Habe überlegt, ob ich nochmal vorweg sagen soll, warum mache ich den ganzen Kram? Nö, keine Lust. Keine Lust. Der Originaltitel lautet Carolinerna. Carolinerna. Aber gut. Nobelpreis 1916 für Literatur. Werner von Heidenstamm, Karl der XII. Und seine Krieger. Erster Teil. Setzt sich auch wieder aus verschiedenen Geschichten zusammen. Erstes Kapitel im ersten Teil. Der grüne Gang. Auf dem Schlossboden, wo der Brandmeister Branntwein und Bier verkaufte, war ein langer, schmalschultriger Kunde die Treppe hinabgestoßen worden und der leere Zinnkrug wurde ihm nachgeschleudert, sodass er ihm zwischen die Stiefel rollte. Seine Kammgarnstrümpfe waren gestopft und schmutzig. Das Halstuch hatte er bis über den Mund und die unrasierten Backen hinaufgebunden und er stand die ganze Zeit mit den Händen in den Taschen seiner Rockschöße. »Weiß den verrückten Ekerot hinaus«, sagte der Brandmeister. »Er hat Tabakpriemchen ins Bier gepustet und Peter Mahler eine Stopfnadel gestochen. Und er ist voller Bosheit, durch und durch. Dann schlag den Klapptisch zusammen. Es ist Befehl gegeben, die Schlosstore zu schließen, denn es ist jetzt bald zu Ende mit dem Leben der königlichen Majestät.« Einer der Kammerdiener war Karls alter, treuer Diener Hakon. Er hatte ein friedliches Gesicht und ging so krummbeinig in seinen steifen Kleidern, dass es aussah, als sei er eben vom Pferd gestiegen. Er hob den Krug auf und streckte ihn freundlich unter Ekeruts Arm. »Ich werde dem Herrn Konstabler folgen«, sagte er, »oder dem Herrn Leutnant, oder wie man nun sagen soll.« »Lars Ekerot ist Kapitän bei der Kriegsflotte der gnädigen Majestät«, antwortete Ekerot, »und reise- und sprachkundig ist er auch. Hier auf dem Schlossboden weiß man zwischen Volk und Volk zu unterscheiden. Ich werde eine Anzeige und Klage einreichen. Das werde ich. Habe ich euch nicht gesagt, dass es bald Feuer vom Himmel regnen und jede Sparre in diesem Haus lichterloh brennen wird? Käufliche Ratgeber, ungerechte Urteile. Fluch und Jammer sind unser täglich Brot geworden und des Herrn Zorn lastet schwer über dem Land. Herr Leutnant oder Kapitän, brauchen nicht noch Reden zu führen über schlimmere Unglücke, als die uns Gott bereits zu tragen gegeben hat. Auf den Hügeln ringsum hat die Feuersbrunst gewütet und seit 10 Jahren haben wir Missernte und Hungersnot. Eine Tonne Roggen kostet schon 12 Reichstaler Silber. Bald wird das Futter selbst im Stall des königlichen Hauses mangeln und die Fahrzeuge mit dem verschriebenen Getreide liegen draußen festgefroren zwischen den Schären. Ekerut ging neben ihm die Treppe hinab und sah sich um, ohne die kleinen, unruhigen Augen auf einen bestimmten Gegenstand zu heften. Mitunter blieb er stehen und nickte und sprach halblaut vor sich hin. Durch die Luken schimmerten der Burghof in der Tiefe und über die überbaute Treppe mit ihren Obelisken und die Wachen, die im Trompetergang hin und her schritten. Hinter den schneeigen Türmen und Dächern bewegten sich kleine schwarze Menschengruppen, auf dem gefrorenen Mälarsee zwischen Kungsholm landet und Söder. Und der Märzabend schien quer durch einen der Säle des linken Schlossflügels, so dass es aussah, als sei der Kronleuchter angezündet worden. Ja, murmelte Ekeroth, das wird alles brennen, alles, alles, all das, was unsere Schande, all das, was unsere Größe gewesen ist. Ich habe glänzende Männer am Himmel gesehen und wenn ich des Nachts
Mit meiner Pfeife sitze, sehe ich im Tabakrauch wunderliche Planeten, die mir deuten, dass die alte Weltordnung gestört ist. In Ungarn und Deutschland regnet es Schwärme von arabischen Heuschrecken. Die feuerspeienden Berge sprühen glühende Steine. Schon vor 2 Jahren hatten wir im Februar fingerhohes Gras im Tiergarten und hörten die Frühlingsvögel singen. Aber im Mai fuhren wir Schlitten. Im August hingen die Kornähren bereift, aber im September pflückte ich Erdbeeren auf Essingen. In solchen Zeiten geschieht es, dass Gott der Herr die Augen der Auserwählten öffnet, auf dass sie sehen, was verborgen ist. Um Gottes Willen, redet nicht so, stammelte Hakon. Sieht er seine Geschichte im Schlaf oder im Wachen? Zwischen Schlaf und Wachen. Ich verspreche, dass ich seiner königlichen Majestät selbst jedes Wort berichten werde, wenn der Herr Leutnant mir ganz wahrheitsgetreu alles erzählen will, was er sah und weiß. Sieht er doch unten die 2 Fenster, deren Läden zugeschoben sind? Es ist keine halbe Stunde, seit ich da drinnen war. Dort sitzt die königliche Majestät in einem Stuhl, in Decken und Kissen gebettet und ist so zusammengeschrumpft und klein geworden, dass nur noch Nase und Lippen übrig sind. Und kann den Kopf nicht heben. Arme Majestät, dass er solche Qualen erdulden muss, obgleich er erst einzige 40 Jahre alt ist. Wenn er früher durch die Zimmer gehinkt kam, war ich am frohsten, wenn ich entwischen konnte. Aber obgleich ich nur der geringste unter den Dienern bin, kann er mich jetzt um den Hals fassen und mich unter strömenden Tränen an sich drücken. Ich glaube nicht, dass er für seinen Sohn viel wärmer fühlt, als er es für seine Gemahlin tat. Wenn er nach ihm sendet, ist er wortkarg und sitzt meistens da und sieht ihn an. Er spricht jetzt nur noch vom Reich und wieder vom Reich. Noch vor einer Woche sah ich auf seinen Knien Papiere über Häuserbesichtigung, Oktroi und solches Zeug. Aber jetzt hat er seine geheimen Ratschläge für den Sohn aufgeschrieben und den Brief in einem versiegelten Eisenschrein gelegt. Und sobald jemand in die Kammer tritt, ist es, als stammelte er mit seinen fieberglänzenden Augen und seinen Worten ein beständiges helft mir, das Reich aufrecht zu erhalten, meinen Sohn würdig und klug zu machen. Das Reich, das Reich. Hakon fuhr mit der Hand über die Stirn und sie gingen weiter die Treppe hinab, von Luke zu Luke. In dem Zimmer dort unter uns zur Linken befindet sich Ihre Majestät, die Königin-Witwe. Sie hat sich die letzten Tage eingeschlossen und nicht einmal Tessin darf mit seinen Mappen hinein. Keiner weiß recht, was sie treibt, aber ich denke, dass sie wohl die düsteren Gedanken jetzt mit einer Partie 5 Karten und Trumpf verjagt. Da klingeln und bimmeln die Bergglocken gegen die Spieltischkante und es knistert und rauscht von Spitzen und Bändern und das spanische Rohr mit dem Goldknopf gleitet zu Boden. Und das schöne Fräulein Hedwig Steenbock, das hinter dem Stuhl steht, knickst und hebt ihn auf. Das tut sie gewiss nicht, denn sie ist schon lange verheiratet und alt und hässlich und weilt daheim bei sich. Herr Leutnant, leben nur in dem, was gewesen ist und in dem, was werden wird. Mag sein, Ekerot, blinzelte boshaft, deutete auf den nördlichen Schlosshügel, der neuerdings von Tessin aufgeführt worden, seitdem der Alte der Erde gleichgemacht war. Einige Baugerüste standen noch da, mit Tannenzweigen auf den höchsten Mastspitzen. Na, wer wohnt unter dem langen Kistendeckel dort? Pfui, tausend, kein Mensch wohnt darin. Und es wird auch keiner drin wohnen, das weiß ich. Warum konnte es nicht stehen bleiben, wie es war? Der Teufel hole die Gottoperin, die der königlichen Majestät all die Bauereiverrücktheit in den Kopf gesetzt hat. Sieht er, Kammerdiener, gerade wie jeder Mensch eine Seele hat, hat jedes alte Haus allerhand Spukgesindel und andere Wesen der Finsternis in seinem Innern, die beängstigt und beruhigt werden, wenn man mit Hacke und Mauerkelle kommt. Erinnert er sich des grünen Ganges, der ehemals unter dem Dachstuhl entlang lief, oberhalb der alten Schlosskirche? Dort geschah es, dass meine Augen mir zum ersten Mal geöffnet wurden. Oh, ich werde schon erzählen. Ich werde dem Kammerdiener alles sagen, wenn er mit mir nach Hause kommt und dann sein Versprechen hält, jedes Wort der königlichen Majestät selbst zu berichten.
Sie waren jetzt zur Einfahrtswölbung heruntergekommen und nun gingen auf der Brücke über den Schlossgraben. Ein Kurier mit der Ledertasche auf dem Rücken war eben im Begriff vom Pferd zu steigen und seine Antworten auf die vielen Fragen konnte man durch das Fußgetrampel und das Kommandieren vernehmen.